Ja, Daniel Koch ist nicht nur Oldtimer-Fan, sondern ja auch Musiker, begeisterter Gitarrenspieler und er verbindet das Ganze miteinander. Also er hat einen Oldtimer, chauffiert die Menschen damit durch die Genau. Gegend und spielt auch gleichzeitig noch was für sie. Und ja, nicht nur für seine Kunden, sondern auch für Sie, liebe Zuschauer, wird er jetzt einen kleinen Song spielen. Ich bin Genau. gespannt. Es gibt was von Elvis Presley, genau aus der Zeit, wo Paolo Ponta 1958 ist. Well, one for the money, two for the show, three to get rid of now. Go, kid, go by, don't you? Sail on my blues weight shoes on. If you can do anything, the money off my blues weight shoes. You can burn my house, steal my car, drink my liquor from the roll through jar. Do anything that I wanna do, I'll lay off them shoes, but don't you? Sail on my blues weight shoes. You can do anything, Molly, over my blues weight shoes. Blue, blue, blues weight shoes. Blue, blue, blues weight shoes. Saturday, my mother, blues weight shoes. Oh, hey, blues weight shoes. You can do anything, Molly, over my blues weight shoes. Wundervoll. Ich applaudiere einfach mal für Ja, unsere danke ganzen schön. Millionen Zuschauer da draußen. Super, anstelle dessen. Schön, schön. Ja, das hört sich auf jeden Fall wunderschön an. Ist es denn so, dass man da erstmal, haben Sie da oder musstest du da viel Arbeit reinstecken, um das Ganze zu erarbeiten? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder hattest du das mal, schüttelst du das gerade mal so aus dem Ärmel? Mit der Musik. Ja, mit der Musik und der Idee, das überhaupt zu machen. Also an Ideen mangelt es mir nicht. Ich glaube, ist auch ein Grund deswegen, warum ich selbstständig bin. Es ist schön immer, auch die Ideen, die man selbst hat, Zu relativ schnell verwirklichen. umsetzen Ja. zu können, ohne dass man jemanden fragen muss und Sachen ausprobieren kann, die halt mit der Eventbranche zu tun haben. Und die Sache mit der Musik, die fliegt mir seit klein auf so zu. Ich bin sogar relativ probefaul. Meine Musikerkollegen, die mich kennen, wissen das. Also es fliegt mir zu. Ja, ich kann mir gut Texte merken in Verbindung mit Melodien, besser als Mathematikformeln oder sowas. Und deswegen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Mathe ist auch nicht mein Fall. Schön. Ja, und du kannst für Hochzeitsfahrten gebucht werden, aber auch Genau. für Landpartien. Vielleicht kannst du da noch mal genauer drauf eingehen. Ja. Landpartien, was man sich darunter vorstellen kann, alles. Also eine Landpartie ist eine Fahrt aufs Land, die von uns aber komplett organisiert wird. Das heißt, es gibt ein Vorgespräch, wo wollt ihr hin, was habt ihr für einen Anlass oder ist es eine Überraschung? Und dann fährt der Paule vor, mit ein paar Blümchen geschmückt. Und dann haben wir im Kofferraum schon einen fertig gepackten Picknickkorb und Decken und ein paar Kissen und fahren dann an den Wunschort oder einen von uns vorgeschlagenen Ort, entweder mit einem tollen Blick übers Moseltal oder Rhein oder Lahn oder Westerwald oder Hunsrück oder Eifel. Wir haben ja so viele schöne Ecken. Ja. Wir haben es ja wirklich nicht weit zu fahren. Und ja, dann wird das Paar meistens dann allein gelassen mit dem Picknickkorb und die machen sich eine schöne Zeit für 1, 2 Stunden und werden dann wieder schön zurückchauffiert. Und das ist die Landpartie. Also quasi genau das, was viele Leute ja eigentlich auch machen könnten, aber Picknickkorb und Oldtimer mieten und ach, was ein Aufwand. Und wir machen das einfach Als Rundum-Paket, als Rund. Rundum-Sorglos-Paket Ja, genau. sozusagen. Und da ist auch schon der ein oder andere Heiratsantrag bei rumgekommen. Ja, Wahnsinn, Ja. Mensch. Das, vielleicht miete ich mir auch mal so ein Ding. Ich habe zwar noch nicht den Bräutigam gefunden, aber vielleicht. Das war ein Aufruf. Nein, um Gottes Willen. Nein, aber ein Aufruf vielleicht noch an dich gleich, nochmal die Gitarre vorzuholen und ja, ein weiterer Grund für Sie, dran zu bleiben, denn wir sind gleich wieder zurück. Ja, bis gleich. Ja, heute bei uns zu Gast ist Daniel Koch. Nicht mit seinem Auto Paolo Ponton, womit er sonst immer als Chauffeur und Gitarre spielender Chauffeur vor allen Dingen unterwegs ist. Aber die Gitarre hat er immerhin mitgebracht, wie man sehen kann. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal mit einer kleinen Impression, wie das in Paule so klingt, wenn dann Musik läuft. Genau. Ich spüre mal ein bisschen. Also Ja. ich begrüße übrigens die Gäste Ja. mit dem Auto und mit der Gitarre und ich spiele vor dem Auto. Also für alle, die Ach denken, so, ich würde nicht im während, Auto. im Auto könnte ich auch spielen, aber Ja. ich spiele nicht während der Fahrt. Das Also ist sehr liebe beruhigend. Ja. Polizei, ganz entspannt sein. Ich spiele nicht während der Fahrt. Okay.
Wir spielen mal was. Ich habe ja öfters auch junge Gäste, die nicht nur alte deutsche Schlager hören. Und ich bin ja auch selbst noch keine 40, sondern kurz davor. Ich spiele dann was aus einer Zeit, als ich auch noch jung war. Today is gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. By now should have somehow realized what I gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Back to the world is so sweet that a fire in your heart is out. I'm sure you heard it all before, but I never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Für junge Verliebte, gell? Ja, ja. Auch wenn ich nicht verliebt bin, ich finde es trotzdem schön. Schön, freut mich. Doch, sehr, sehr cool. Und das ist jetzt wahrscheinlich einer der am häufigsten gewünschten Songs, oder wie sieht das aus? Man kann ja Songs wünschen, oder? Okay, natürlich, man kann Songs wünschen. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Überraschung ist, dass der Bräutigam sagt oder ein junger Mann sagt, ich möchte jetzt einen Heiratsantrag mit Paolo Ponton und Landparty machen und Chauffeur mit der Gitarre. Das gab's schon? Das gab's schon. Und dann wissen wir natürlich, was das Mädel hören will. Mhm. Und dann spiele ich live was, und wir haben ja auch ein Röhrenradio im Auto, eine alte Röhre, ein Becker Mexiko. Die älteren Zuschauer werden das noch kennen. Eins der ersten Autoradios mit Röhre, was in Autos überhaupt verbaut wurde. Und da kann man dann auch Musik laufen lassen. Ne? Und auf die Frage zurückzukommen, es ist also einer der meist gewünschten Songs ist What a Wonderful World von Louis Armstrong, weil es eben ja fast zu jedem Anlass passt. Ja, dann würde ich doch sagen, hören wir da jetzt auch mal rein. Ja, okay. Definitiv. Wollen wir denn normal starten oder mit Louis direkt starten? Mit Louis direkt starten, ja, würde ich sagen. Doch, mit Louis. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself, what a wonderful world. And so on. I see skies of blue and clouds all white, the blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Ach toll. Ich glaube, ich muss dich auch mal buchen. Einfach nur so für mich. Ja, sehr gerne. Dann lass ich mich aber meine Frau vor. In einem Oldtimer durch die Gegend fahren, so zum Shoppen oder so. Gibt es das auch? Hast du das auch schon mal? Dass so, ja, vielleicht Leute mit dem genötigen Kleingeld dich buchen, einfach nur so eine Shoppingtour zu machen? So was Ähnliches. Ja. Also, wir würden gerne mit dem Oldtimer zum Restaurant gefahren werden, zum Fünfgang-Dinner, und würden dann gerne wieder abgeholt werden. Sowas gibt's. Aber Promi-Shopping-Queen oder Shopping-Queen oder so hatten wir noch nicht. Das gab's nicht. Nee. Gab's sonst vielleicht außergewöhnliche Geschichten, die dir besonders im Kopf geblieben sind, wo du sagst, ja, das war besonders lustig oder vielleicht auch besonders traurig oder melodramatisch? Nee. Gibt's da was? Nee, also traurig zum Glück nicht, weil das Auto ist zwar sehr groß, aber um damit jetzt irgendwie das Ganze für eine Beerdigung zu nutzen, zum Glück dann doch zu klein. Mhm. Also es sind die fröhlichen Anlässe und auch die fröhlichen Sachen, die natürlich hängen bleiben. Ich hatte mal einen älteren Herrn, der kam auf mich zu, als ich mit dem Auto irgendwo vorgefahren bin, und da sagte er, ich würde einfach nur mal gerne die Tür in die Hand nehmen und die Tür zuschlagen. Da sage ich, was ist denn das für ein Wunsch? Hat er gemeint, ja, dass also er hätte früher nur so Klapperkisten gehabt und hätte damals immer zu diesen großen Mercedes, zu dieser damaligen S-Klasse, die ja damals schon 14.500 Mark Ende der 50er gekostet hat, immer aufgesehen. Und er würde einfach mal gerne die Tür zuschlagen und öffnete dann sanft die Tür, ließ die sanft ins Schloss fallen und sagte, so muss ein deutsches Auto klingen. Das ganze Holz, das klingt ganz anders als bei den Blechbüchsen. Finde ich lustig, und wäre ich selbst nicht drauf gekommen.
dass der so toll klingt oder dass es für ihn so toll klingen kann. Ja, ja, Mensch glücklich gemacht, obwohl es so eigentlich so simpel ist. War simpel, ne? Hat doch nichts gekostet, nein. Ja. Aber das Autochen, also Paul, hat das viel gekostet? Also, weil du gerade gesagt hast, den Originalpreis, der war damals schon sehr hoch. Musste sie ihn teuer erstehen oder hattest du Glück? Über genaue Zahlen reden wir natürlich nicht. Natürlich. Es ist bei Oldtimern immer so, was sie auch für einen Zustand haben. Ich habe ihn in einem relativ guten Zustand schon gekauft und habe dann aber nochmal Geld investiert, um ihn nochmal an diversen Ecken neu lackieren zu lassen und innen drin das Holz ein bisschen aufzubereiten. Aber es ist natürlich schon was, was man jetzt nicht irgendwie für 10.000 Euro bekommt. Ja, und dieses Auto als Cabrio gibt es das auch. Es ist ganz, ganz selten gebaut worden. Wird im Moment irgendwie mit 80.000 oder so gehandelt. Aber wow, da sind wir zum Glück noch weit weg von. Und, aber die Oldtimer-Preise sind in den letzten Jahren gestiegen. Also ich bin sehr froh, das vor 4 Jahren umgesetzt zu haben und nicht jetzt das erst jetzt zu tun. Ja, ja, jetzt zu versuchen, weil die Preise doch schwer hochgegangen sind. Und vor allem hätte ich dann nicht in der Zeit so viele Leute auch damit happy machen können. Und das ist immer schön. Ja. Happy machen konnten wir hoffentlich bislang auch die Zuschauer mit den kurzen Gesangseinlagen, denke ich das auf jeden Fall. Da schauen wir gleich auch noch mal genauer drauf. Vielleicht haben Sie ja noch ein Stück für uns. Und ja, und Sie bleiben hoffentlich dran. Ja, es wird alt und musikalisch bei Live Up 6. Bei mir zu Gast ist Daniel Koch und ja, nicht anwesend, aber durchaus auch ja, in der Nähe, Paul Ponton. Genau. Jetzt muss ich erst mal fragen, was ist Paul Ponton? Also, was ist Paul Ponton? Der Paul ist ein Oldtimer, also ein historisches Automobil von Mercedes-Benz aus 1958, also ein richtig alter Mann. Richtig altes Auto, ja. Genau, und viele kennen ja die Ami-Schlitten aus der Zeit mit den großen Heckflossen hinten und so weiter. Und das hat Paul nicht, sondern Paul ist rund. Und ja, das ist der Oldtimer, womit wir Menschen fahren und glücklich machen. Genau, in diesem Outfit wahrscheinlich, ja, mit Chauffeursmütze und schickem Sakko. Genau, und ja, manchmal auch noch ein bisschen mehr, auch mal Schlips oder Fliege, je nach Anlass. Und aber schon, der Chauffeur sieht auch aus wie ein Chauffeur. Genau. Stellst du dich auch so vor? Dein Beruf ist, du bist Chauffeur? Oder wie sagst du das, wenn Leute dich fragen? Nee, also ich habe ja einen Veranstaltungsservice, der das ganze Thema Entertainment und so weiter ja, beinhaltet. Und eine Säule davon ist natürlich der Chauffeur mit der Gitarre. Mhm. Das gibt es ja auch erst seit 4 Jahren. Und dann, wenn jemand sagt, was machst du beruflich, dann sage ich, ich mache in Unterhaltung oder ich bin Unterhalter oder wegen mir, auch wenn die Leute sagen, bist du Alleinunterhalter, dann sage ich immer, ich kann die Leute allein unterhalten, aber bitte stellt euch nicht den mit dem Paillettenvorhang hinter der Hammond-Orgel vor, das finde ich nicht. Ja, ja. Sondern du bist vor allen Dingen mit sagt man Paul oder Paul Ponton oder nur Ponton? Paul. Mit Paul bist du unterwegs und wen fährst du so? Also das ist ganz unterschiedlich. Es ist wirklich von einem 90 Jahre alten Herrn, der gesagt hat, oh, das Auto kenne ich noch von ganz früher. Ich gehe jetzt mal von hinten nach vorne über ein Paar, was goldene Hochzeit hatte, was sich dann genau in diesem Auto oder mit so einem Auto auch identifiziert hat, weil es aus der Kennenlernzeit war, bis wirklich zu einem jungen Paar, Anfang 20, die sagen, wir machen jetzt mit dem Paul eine Landpartie mit dem Picknickkorb ins Grüne. Wird dann auch von uns alles organisiert. Mhm. Und also wirklich ganz, ganz unterschiedlich, wer da mitfährt und wer da drauf steht. Und erstaunlicherweise auch ganz viele junge Leute. Ja. Ja, und wie kommt man auf so eine Idee, das anzubieten? Also hat da irgendwer gesagt, Mensch, hier, tolles Auto, was du da hast, wenn sie das schon hatten, ich weiß es ja nicht, biete doch einfach mal Hochzeitsfahrten damit an oder Landpartien. Oder wie kam man darauf? Es kam lustigerweise so, dass ich halt über den Veranstaltungsservice immer die Jahre gefragt worden bin, wo können wir denn einen Mercedes-Oldtimer mieten? So, und ich habe mich immer schlau gemacht und habe mich rumgehört. Und es ist ja nicht so einfach, nicht jeder, der einen Oldtimer hat, darf einfach Leute transportieren. Sondern man braucht in Deutschland natürlich gewisse Genehmigungen dafür, um das zu dürfen. Das muss auch inzwischen natürlich richtig versichert sein. Und ich bin dann den Weg gegangen, dass ich gesagt habe, okay, wenn alle nach dem Oldtimer fragen, mal gucken, was es so gibt. Und hatte dann einfach ein Riesenglück, dass ich einen Freund habe, der sich mit Oldtimern sehr, sehr gut auskennt.
Grüße nach Neuwied-Hellesdorf. Und ja, dann haben wir uns den Paule ausgesucht, war das erste Auto, was wir uns angeschaut hatten, und haben uns direkt in ihn verliebt. Und ja, und dann irgendwann kamen die Leute und gesagt, Daniel, wie wär's denn, wenn du zwischendurch auch mal uns was spielst? Und so kamen eigentlich alle Sachen bei mir zustande, auch irgendwie, was ich mache, der DJ mit der Gitarre, dass die Leute sagen, kombinier das doch. Mhm. Also ja. So ein Rundum-Multitalent, kann man sagen. Ich weiß es nicht. Also ich kann zum Beispiel keinen Nagel gerade in die Wand hauen. Das wissen meine Freunde. Also wenn irgendwie bei uns zu Hause umgebaut wird oder so, dann machen das auch immer die Handwerker und mich fragt auch keiner. Aber ich bin halt Kaufmann und Künstler und ja, weiß mir in dem Bereich zu helfen. Ja. Das heißt, Paule wird auch nicht von dir repariert, sondern da hast du dann einen Spezialisten für. Nein, da habe ich auch meine Spezialisten für. Es ist zwar der Kofferraum voll mit sämtlichem Notfallaccessoire, falls er mal liegen bleiben sollte, aber der hat ja 106 PS, ist ein gutes Auto, ein Sechszylinder. Richtig, genau. Ich habe mir das auch notiert. Ich habe nicht so viel Ahnung von Autos. Also Mercedes-Benz Ponton 220S, genau. Baujahr 1958. Sechszylinder, 78 kW. Für die Autobegeisterten. Genau. Dann haben wir die Daten auch. Und ja, und dann ging das los, dass du das angeboten hast. Mhm. Und wurde das sofort angenommen? Hast du sofort hunderte Buchungen erhalten oder musstest du da erstmal so ein bisschen die Werbetrommel rühren? Ja, also es ist natürlich immer so, dass es was Spezielles ist. Da ist jetzt nicht so, dass am Tag 20 Leute anrufen und sagen, ich möchte jetzt mal spontan einen Oldtimer mieten. Also A, ist es was Besonderes und B, müssen die Leute ja wissen, dass es das gibt. Und das läuft inzwischen halt sehr gut, weil ich auch empfohlen werde aus Gastronomie oder aus Event-Locations, mit denen ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, die wissen, was ich musikalisch mache oder in Bezug auf Ton- und Lichttechnik mache. Und denen habe ich dann gesagt, es gibt jetzt auch einen Oldtimer. Und da liegen die Flyer aus und vielleicht bringt ihr heute die eine oder andere Anfrage noch was. Und da habe ich mir, da kommen wir dann später vielleicht drauf, auch noch eine kleine Überraschung für die Zuschauer ausgedacht. Ah, es gibt Überraschungen. Das lieben wir immer und unsere Zuschauer ganz besonders. Also, wenn Sie vielleicht gewinnen wollen oder auch einfach noch weiter dranbleiben wollen und vielleicht gleich auch nochmal die Gitarre in Live-Action erleben möchten, dann bleiben Sie unbedingt dran. Wir sind gleich zurück. Ja, Daniel Koch ist bei mir zu Gast auf der Live Up 6 Couch mit Gitarre und Chauffeurskappe. Genau. Normalerweise ist er in einem Oldtimer unterwegs, Paule Ponton genannt. Der hat leider nicht auf die Couch gepasst, deswegen ist er nicht dabei. aber er hat seine Gitarre mitgebracht, was mich besonders freut. Und wir hören uns jetzt ein Stück an, was sehr gerne und häufig gewünscht wird bei dir, ne, wenn du unterwegs bist. Ja, von den älteren Leuten, genau. Also wir haben ja öfter so Goldhochzeitsfahrten, ne? Und wir haben ja bis jetzt nur Englisch gesungen und müssen aber was Deutsches singen. Aber ich habe so ein großes deutsches Repertoire, so von Peter Kraus und so weiter. Und Itzi Bitsi, Teeny Weeny, Honolulu Strand Bikini habe ich letztens für ein paar gespielt, die beide so um die 90 waren. Und wir machen jetzt was Deutsches. Ja. Von Cliff Richard war es, glaube ich. Rote Lippen soll man küssen. In diesem Sinne. Musik ab. Musik ab. Schmeiß den Riemen auf die Orgel. So. Ich sah ein schönes Fräulein im letzten Autobus. Sie hatte mir so gefallen, drum gab ich ihnen einen Kuss. Und es blieb nicht bei dem einen, es fiel mir gar nicht ein. Und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht böse sein. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind im siebten Himmel ja so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht, so eine Landparty mit Paule Ponton ist doch abgemacht. Oh, ba-ba-ba-ba, 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 oh, 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 ba-ba-ba-ba, ba-ba, oh, 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 oh. Herrlich. Und da, und nach 70 Jahren, Goldhochzeit ist nach wie vielen Jahren? Ja, 50. 50, genau. Ja. Nach 50 Jahren sind sich dann Oma und Opa in die Arme gefallen bei diesem Lied, oder? Zu diesem Lied. Ja. Ja. Schön war's. Wie schön. Ja, es gibt es ja nur noch so selten, ne? dass Menschen wirklich so lange zusammen sind, so lange verheiratet sind. Ne? Genau.
Wahnsinn. Und was gibt es sonst noch an lustigen Begebenheiten, die dir so einfallen? Wenn du hast eben erzählt, 600 Hochzeiten hast du schon mitgemacht. Genau. 600 Hochzeiten. Wie viele davon wurden sofort wieder geschieden? Nein, natürlich nicht. Aber was gab es da an lustigen Begebenheiten, die dir im Gedächtnis geblieben sind? Ja, also man muss unterscheiden. Also zum einen sind es jetzt hier Hochzeitsfahrten mit dem Paule und das andere ist eben ich als DJ mit der Gitarre und Ton- und Lichttechnik. Und da habe ich halt in der Zeit 600 aktiv betreute Hochzeiten gesammelt und da machen wir nochmal eine separate Sendung zu Thema Hochzeiten und Storys auf Hochzeiten. Ja. Da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Doch, ja. Diese Scheidungsquote, die in Deutschland ja wohl irgendwie ein Drittel sein soll, ist bei uns nicht der Fall. Also wer mit uns heiratet, hat Chancen, dass es länger geht. Jedenfalls von den meisten Brautpaaren kriege ich immer noch mal eine Info, wenn sie dann teilweise ein Kind bekommen haben und sagen, guck mal hier, weißt du noch, vor 4 Jahren haben wir gefeiert und jetzt ist das Ergebnis unserer Liebe auch noch Fleisch geworden und hier ist der kleine Horst Kevin. Paule, Horst Kevin. Als Namensvorschlag. Chantal, Jacqueline, wie auch immer. Ja, genau. Ja, herrlich. Also ja. Das heißt, also du machst nicht nur, du bist nicht nur mit Paule unterwegs, sondern du organisierst auch Hochzeiten mit. Genau. Was den musikalischen Teil betrifft, Künstler betrifft, habe auch einen ganzen Pool von super Kollegen, die von einer herrlichen Feuershow bis nachts zu irgendwelchen Tortenexperimenten, also die Konditoren als Kooperationspartner zum Beispiel, ganz viel machen und Jazzmusiker und Klassikmusiker und alles Freunde und Bekannte von mir, die ich seit vielen Jahren auch empfehlen darf im Rahmen meines Hochzeit-Musiker-Pools sozusagen. In welchem Umkreis bist du buchbar, sowohl jetzt für Paule Ponton als auch für die Veranstaltungen? Ja, also mit Paulus ist schon ein bisschen regionaler, da sagen wir so im Umkreis von 50 Kilometern macht es Sinn. Mhm. Wenn wir selbst die Leute zum Beispiel von der Kirche irgendwie in die Abendlocation fahren. Die Landpartie wird aber auch teilweise von weiter extern gebucht, weil da der Erfüllungsort einfach Neuwied ist. Und da hatten wir durchaus schon Leute aus Frankfurt oder aus Aachen, was glaube ich, die sich mit uns in Neuwied getroffen haben. Und wir sind dann ab Neuwied in der Gegend gefahren und die haben dann die tollen Burgen am Rhein zum Beispiel gesehen, die sie jetzt aus Frankfurt nicht kannten. Und wie haben wir euch gefunden? www.paule-ponton.de, so einfach ist es. Über die Websuche, wer hätte das gedacht in unserem Zeitalter, nicht wahr? Genau. Ja, super. Dann vielen, vielen Dank, Daniel, dass du da warst mit Gitarre. Und vielleicht beim nächsten Mal bekommen wir das Auto ja doch vielleicht noch irgendwie mit ins Studio. Dann sage ich Paula auch mal Hallo. Wollen wir noch die Landpartie verlosen? Die Landpartie, wir wollen noch was verlosen. Ja, dann genau. Tun wir das wir wollen doch. Dann noch eine Landpartie verlosen, liebe Zuschauer. Und zwar... was die Landpartie ist, haben wir ja schon erfahren. Also ein Picknickausflug mit dem wunderbaren Paule Ponton und einem fertig gepackten Picknickkorb. Und das verlosen wir jetzt einmal für ein Paar. Und unter Stichwort Paule Ponton einfach... Am besten eine E-Mail an uns schicken, würde ich dann sagen. Nämlich an kontakt@liveup6.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Oder Sie schicken uns auch einfach über Facebook eine Nachricht, das würde auch noch gehen. Genau. Stichwort Paule Ponton haben wir gesagt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wir freuen uns auf die glücklichen Gewinner und werden einen Termin vereinbaren, der den Leuten passt, womit wir eine schöne Tour machen und vielleicht seid ihr mit der Kamera ja dabei. Mal schauen, dann hätten wir den Paule. Das wäre großartig. Dann viel Glück für Sie, spielen Sie auf jeden Fall mit und ich drücke die Daumen.